Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal ging es für mich nach Ingolstadt, zur Heimspielstätte des FC Ingolstadt 04. Wie es mir da gefallen hat, was es zum Stadion Wissenswertes gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Der Audi Sportpark ist die Heimspielstätte des FC Ingolstadt 04. Eigentümer des Stadions ist die Audi Immobilienverwaltungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Audi AG. Die Baukosten für das Stadion betrugen nur ca. 20 Millionen Euro. Der FC Ingolstadt 04 ging am 5.2.2004 aus den Fußballabteilungen von MTV und ESV Ingolstadt hervor. In der Saison 2007-2008 nahm er die Qualifikation für die neue dritte Bundesliga ins Visier. Und bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass hierfür ein Umzug vom MTV in das Stadion des ESV notwendig war. Als man sich dann am Ende der Saison sogar für die zweite Bundesliga qualifizieren konnte, erteilte die DFL selbst einem umgebauten ESV-Stadion nur eine zweijährige Ausnahmespielgenehmigung. Somit benötigte der Verein bis zur Saison 2010-2011 ein neues Stadion. Am 12. Juni 2008 wurde der Neubau beschlossen. Entstehen sollte das Stadion auf dem ehemaligen Gelände der Bayern Oil. Ende November 2008 kam es jedoch aufgrund Meinungsverschiedenheiten zu einem Streit zwischen der Stadt und dem bisherigen Besitzer. Anfang 2009 konnte eine endgültige Einigung erzielt werden, sodass der erste Spatenstich für den Neubau am 22. Mai 2009 erfolgen konnte. 14 Monate später, am 24. Juli 2010, wurde das Stadion offiziell eröffnet. Der Audi Sportpark hat eine Kapazität von 15.200 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 9.200 Sitz- und 6.000 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 4 und 40 Euro. Wie immer noch ein paar Hinweise zur Anreise. Das Stadion ist über die Autobahn A9 verkehrsgünstig zu erreichen. Bei einer Anreise aus Richtung Nürnberg fahrt ihr an der Ausfahrt Ingolstadt Süd von der A9 ab und biegt dann links auf die Manchinger Straße Richtung Ingolstadt Süd, Gewerbegebiet, und folgt dem Straßenverlauf ca. 2 Kilometer. Die Parkplätze sind ausgeschildert. Bei einer Anreise aus Richtung München verlasst ihr die Autobahn an der Ausfahrt Manching und folgt der B16 Richtung Regensburg. Nach ungefähr 2 Kilometern biegt ihr links auf die Manchinger Straße ab und folgt dem Ballsymbol. Am Stadion stehen ca. 1.800 Parkplätze zur Verfügung. Das Stadion ist auch mit den regulären Buslinien 21 und 51 zu erreichen. Ab 90 Minuten vor Spielbeginn werden kostenlose Shuttlebusse angeboten. Die Linie 201 vom Hauptbahnhof im 40-Minuten-Takt, die Linie 202 im 30-Minuten-Takt ab dem zentralen Omnibusbahnhof. Weiterhin gibt es ca. 800 Fahrradstellplätze am Stadion. Wie immer packe ich euch den Link mit den Anreisehinweisen unten in die Beschreibung. Von der Bushaltestelle Audi Sportpark sind es noch wenige Meter bis zum Stadion. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadionmenü. Wie immer noch die Bewertung meines Besuchs und der Hinweis, dass diese Bewertung nur meinen Eindruck des Besuches widerspiegelt. Andere können und dürfen durchaus eine andere Meinung haben. Los geht's. Verkehrsanbindung. Sonderbusse, die im 30- bzw. 40-Minuten-Takt fahren,
reguläre Busse, deren Takt auch nicht wesentlich besser ist. Für die dritte Liga und der Größe der Stadt mag das angemessen sein. Wenn man früh mit der Bahn anreist, ist das aber meiner Meinung nach nicht ideal. Das Beste ist, wenn man mit dem Auto anreist. Aus diesem Grund nur 5 von 10 Punkten. Stimmung. Die Stimmung im Stadion wurde von den Gästen gemacht. Vom Heimblock kam fast gar nichts. 5 von 10 Punkte. Stadionmenü. 10,50 Euro inklusive Pfand sind zwar recht viel, dafür gab es aber eine große und leckere Bratwurst sowie ein gutes Bier. Die Bratwurst war übrigens die leckerste, die ich seit langem hatte. Auch wenn das Brötchen wie immer ein bisschen weich ist. Für den Preis gibt es jedoch ein paar Abzüge, daher leider nur 8 von 10 Punkte. Sicht. Wie in den meisten modernen Neubauten gibt es fast keine Sichteinschränkungen, in diesem Fall hier überhaupt gar keine. Und man sitzt sehr nah am Spielfeld. 9 von 10 Punkten. Stadion. Das Stadion ist ein Neubau. Klein, ohne modernen Schnickschnack und großen Komfort. Dennoch reicht es vollkommen aus. 8 von 10 Punkten. Insgesamt kommt damit der Audi Sportpark auf 35 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 12. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. So schnell kann's gehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, ihr wisst es, schreibt mir es unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund, euer Stadiontester.